Let's play The Evil Within. Und in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass unser lieber Christoph? Nee, wie heißt er denn nochmal? Unser Protagonist. Castellano, irgendwie sowas heißt der, glaube ich. Dass er, ja, mit bloßen Fäusten einfach mal zusammengehölzerte Kisten zertrümmern kann. Die wir... Kann ich das aufheben? Ja. Oh, da ist jemand. Wer ist denn da? Der sah aber, glaube ich, nicht mehr so frisch aus. Halt bloß die Lampe fest, Alter. Alter, halt bloß die Lampe fest. Oh, ja. Ist er da am Essen? Ich werde mich mal ein wenig umsehen, bevor ich hier schnurwegs einfach mal da reintrete oder reinpoltere. Aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Nee. Boah, jetzt sich das fies an. Oh. Wie schieße ich denn? Connelly. Alter, ich muss... Mein Gott, Connelly. Alter, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Boah. Aber das mit dem Umsehen jetzt von der Leiche und gefressen hat, so gucken so. Das ist voll von Resident Evil. Man merkt richtig die ganzen Hommagen an Resident Evil. Kann ich denn jetzt irgendwie, wie war denn nochmal Inventar? Habe ich denn im Inventar die Lampe? Nö. Die hat er einfach weggesteckt und Ende ist. Okay. Wir haben maximal 10 ein Magazin. Wie lade ich denn nach? Okay, so stecke ich die Wummel weg. Oh, Entschuldigung. Aber hier ist eine Kiste zum Zetterballe. Ja, sehr schön. Ist aber nichts drin. Naja. Der Kumpel hat auch schon bessere Tage gesehen. Einen kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder für euch. Muss mir nur ein wenig die Nase putzen. Mein Gott, es ist einfach so geil. Ich will es einfach spielen. Und mit euch das teilen einfach. Dieses Erlebnis. Aber das ist ja die Lampe auch. Wie kann ich denn die Lampe... Ah, Laterne benutzen. Steuerungsinformationen. Drücken Sie den linken Stick rein, um die Laterne zu benutzen. Hallo? 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 Echo! 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 Hier ist grüner Schleim. Immer schön einsammeln. Tut weh! Wow! Tut weh, ja. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Es läuft auch noch weg. Na super. Fallen entschärfen. Steuerungsinformation. Halten, um Falle zu entschärfen. Okay, ich halte. Alter! Alter, was war das denn? Alter, wie geil war der denn?
Alter, Mann, der war fett. Der war ja wohl mal geil. Ah, herrlich. Und wo hat er seine Laterne jetzt? Okay, seine Laterne hat er wohl unterwegs verloren. Weil im Momentan irgendwie... Ah, okay, er nimmt sie anscheinend nicht mehr in die Hand. Warum auch immer. Alter, das war so... Das war so geil. Alter. Tut weh! Tut weh! Wow. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. So, auf ein neues, ja. Falle entschärfen, halten. So, Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualarmbrust, herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Ja, das hat ja diesmal besser geklappt, aber warum nimmt er denn diese dämliche Lampe nicht in der Hand? Ich will nach vorne irgendwie leuchten und nicht meinen Arsch. Hallo? Gibt's denn irgendwie... Ich muss mal kurz in die Option gucken. Warum nimmt er denn jetzt auf einmal nicht mehr die... Laterne an, aus, bewegen, Inventar, Kamera, zielen, sprinten, Schnellzugriff, Gegenstände. Ja, aber warum... Ja, das ist natürlich auch dämlich, dass er die jetzt nicht mehr in die Hand nimmt. Warum auch immer. Ich habe keinen blassen Schimmer, weil jetzt sehe ich ja vorne natürlich nichts. Man kann ja direkt im Dunkeln laufen. Oder einfach rückwärts. Geh einfach rückwärts. Naja, supi. Sprinten, L1. Ah, okay. Verbraucht Ausdauer. Ah, okay. Warum müssen wir jetzt sprinten? Das ist quasi so ein bisschen das Tutorial-Level jetzt. Oh, da ist wieder eine Kiste. Yeah. Streichhölzer benutzen. Steuerungsinformationen. Nähere dich einen am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Naja. Ich denke mal, dass wir die gut gebrauchen können. Ich werde aber mal eben kurz hier... Wie komme ich denn darauf? Gar nicht? Kann ich da nicht raufklettern? Ah, doch. Er macht wieder seine Lampe an. Okay, Streichhölzer. Nehmen wir mal. Ein Streichholz. Was war das? Kreis, ne? Gehen Sie auf Nummer sicher. Ja, wer den Trailer gesehen hat, wird es jetzt wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Die Hütte sieht ja auch schon sehr, sehr einladend aus. Ich werde trotzdem mal eben hier mich umsehen. Was könnte ja natürlich gut sein, dass hier vielleicht irgendwas rumliegt, ne? Was die netten Entwickler einfach hingelegt haben. Wo man meint, ey, der Spieler geht ja da sowieso nicht lang. Stecken wir das mal hier, aber anscheinend liegt hier doch nichts. Nun gut. Hätte ja sein können, dass da was liegt. Und ich hoffe, ihr seid immer noch fleißig dabei zuzusehen. Und seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht hier. Bevor ich da reingehe, schaue ich mal hier kurz. Weil ich will alles gesehen haben. Okay, ist aber nichts. Hier liegt ein alter Kartoffelsack, glaube ich, ist es. Oder? Ja, ein alter Kartoffelsack. So. Nein. Ich will die Tür öffnen. Was? Was?
Wir wissen auf jeden Fall, dass, wer heißt der denn jetzt nochmal? Sebastian? Ich weiß, wie heißt der denn nochmal? Ich komme nicht drauf. Ich muss mal eben. Ich glaube, ich werde in der Pause, werde ich mal eben nachschauen, wie der nochmal heißt. Wir wissen auf jeden Fall, dass er in einer Zwischenwelt gehen kann. Doch, Sebastian. Doch, richtig. Sebastian Castellanos. November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten... Moment, wo war ich denn? Jetzt habe ich mich voll verlesen. Dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Gut gebrauchen, wäre natürlich auch schön. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay, also ist er vor kurzem erst auch Detective geworden. Scheiße! Verstand. Ja, ich auch, glaube ich. So langsam. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist, glaube ich, dieser sichere... Okay, jetzt ist aber schon ein bisschen mehr Farbe im Spiel, weil jetzt sind es immer schon hier, das Zeichen ist auf jeden Fall rot diesmal. Und da ist wieder dieser ominöse... Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Kann ich... Geht es Ihnen nicht gut? Kann ich hier speichern? Oh ja, ich kann speichern. Ja, ich will speichern. Wieso speichert er nicht? Hallo, ich will speichern. Ah, jetzt, okay. Ja. Die macht mich fertig, die Alte. Die ist so schlimmer wie von P.T., die Olle. Fitness, verbesserte Attribute, die mit deinem Körper zu tun haben. Waffen, verbesserte Attribute, die mit deinen Waffen zu tun haben. Und Reserve, verbessere deine Tragkapazität, mein Gott, schweres Wort, Kapazität, für verschiedene Gegenstände. Ich glaube, wir werden mal... Ich bin unschlüssig. Fitness bräuchten wir und Waffen. Ich werde mal auf Fitness gehen. Was haben wir denn hier? Lebensanzeige. Boah, jetzt muss ich erstmal... Das ist so komplex, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt muss ich selber erstmal schauen. Lebensanzeige, Stufe 1 von 5. 100. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Wir brauchen... Ah, okay, bis Stufe 500. Dann 110. Benötigte Punkte 2000. Ach du Scheiße, für die erste Stufe. Oder? Ja. Können wir alles gar nicht kaufen, oder? Nee. So, was haben wir denn bei Waffen? Ah, hier könnten wir zum Beispiel Feuerrate. Verringert die Zeit zwischen der abgegebenen Schüssen für eine höhere Feuerrate. Dann haben wir hier Nachladegeschwindigkeit 2,84 Sekunden. Ja, reduziert auf 55 Sekunden, dann wird es reduziert. Erhöht die Kapazität des Magazins um ein. Um ein. Wow. Nur nicht so viel. Verringert das Wackeln der Zielhilfe für eine bessere Zielgenauigkeit. Ich glaube, das werde ich mal nehmen. Kostet auch nur 500. Das ist ein bisschen fies. Oh, der nächste Sprung kostet schon 1500. Also sind die Sprünge 500. Haben wir denn hier noch was in der Reserve? Da, hier Granaten. Erhöht die Menge der Granaten um 1. Streichhölzer. Jetzt können wir 5 sammeln. Da wird es plus 2 gehen. Machen wir das mal. So, dann haben wir noch 100 in Reserve.
Und damit sind wir auch durch. Sehr schön, finde ich das. Das ist doch supi. Das haben wir doch sehr schön gemeistert. Und wie verlasse ich jetzt den Raum? Ich speichere nochmal eben. Weil dann kann ich nämlich nochmal hier in Ruhe dann speichern und, hallo? Speichern? Ja, speichern. Genau. So, sehr schön. So, wie komme ich jetzt zurück? Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach zurück in einer weiteren Folge und, dann schauen wir mal, was Sebastian dann, ja, in der nächsten Folge so erlebt. Und ich hoffe, dass wir dann viel, viel noch, ja, gruseligere Dinge sehen werden. Also, bleibt dran. Bis demnächst. Tschüss.